Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Kingdom Come Deliverance. Und letztens, als wir hier waren und die Rüstung gemacht haben und alles, ist mir aufgefallen, dass wir was Neues können. Und zwar bei der Badehausbesitzerin können wir jetzt. Ich möchte etwas. Aha. Können wir unsere Haare bzw. unseren Bart verändern? Ich würde das mal in Haaren rangehen. So, was haben wir denn da? Wir können das alles angucken. Ich würde sagen, wir fangen mal hier unten an. Sieht es nicht genauso aus? Dann haben wir das. Boah, die lügen ihn schon an. Lieber nicht. Alter, die Lockenpracht von eines Kriegers, ja. Nee. Lieber nicht. Und was das? Wahrscheinlich komplett lang. Oh, nee. Wir machen es erstmal anders, bevor wir jetzt hier weitermachen, ne? Gehen wir erstmal zum Bart. Ich bin an. Und was darf sein? So. Erstmal das. Haben wir gerade. Lieber. Wir haben das. Das ist schon mal interessanter. Lieber. Merken wir uns schon mal. Nummer 2. Ja, geht so. Der hat wahrscheinlich gar keinen. Das geht auch schon mehr. Auf jeden Fall würde ich ein bisschen mehr haben wollen. Das schon mal überhaupt nicht. So, die Frage ist, nehmen wir jetzt den Holzfäller oder Minensänger? Das waren so für mich die am besten. Ich nehme den Holzfäller, oder? So ein bisschen mehr ist nicht schlecht. Ich nehme ihn. Danke. Das lässt sich machen, aber Ja, komm, gut. zahlen. Du wirst jetzt lebewohl. Ja. Schöne Geräusche sind das. Ich schneide mir jetzt Bart dazu. Und jetzt würde ich gerne mal die Frisur ändern lassen. Gott beschütze dich. Ups. Dienste Ich des möchte. Was hättest du denn? Badehauses. Ich möchte gerne noch eine andere Frisur. Wie sieht denn das dazu aus? Können wir das machen? Nee. Ich würde da eigentlich schon mehr danach bleiben, weil wir haben nicht so die krasse Auswahl. Wir nehmen jetzt einfach das. Ich nehme ihn. So. Dann sehen wir wenigstens mehr aus Natürlich. wie was Erwachsenes. Gut. Du wirst es nicht be. Mach's gut. So. Wieder einmal wegschneiden. Das wäre jetzt sogar mal wegschneiden. Jetzt machen wir los. So, was sind unsere Aufgaben? Dieselben wie beim letzten Mal. Wir gehen jetzt diesen Konrad suchen. Hieß der Konrad? Ich glaube, hieß Konrad. Wo ist mein Pferd? Ach, hier. Gut. Wir suchen jetzt diesen Konrad. Der soll sich ja im Ja. Kloster befinden. Dann haben wir noch die Aufgabe für Fritz und wie ist der andere? Keine Ahnung. Matthäus. Fällt Ja. natürlich dann ein, wenn ich an dem vorbeireite. Und jetzt gehen wir mal ins Kloster. Ja. So, ups, ich hänge mal wieder fest. Wir müssen eigentlich schon mal das Pferd Ja. verbessern, beziehungsweise die Ausrüstung dafür holen. Das machen wir jetzt nicht, da wir das Pferd eh nie oft benutzen. So, erstmal hier. Hier gibt es ja irgendwie die Option rauszufinden, welche Probleme denn unsere zwei Kumpanen haben. Ich weiß von der Prügelei. Du hast dich mit Fritz und Matthäus gebalgt? Heidenpack. Also hast du dich mit ihnen geprügelt? Ja, ich war es. Und ich hoffe, ich sehe diese Taugenichtse nie wieder. Der Rauswurf war gerechtfertigt, aber die Schulden, wie sollen sie die je begleichen? Nicht mein Problem. Sollen diese Rohlinge halt Not leiden? Ja, stimmt. Ist das nicht unchristlich? Das ist eigentlich komplett Ist das richtig. nicht unchristlich? Du willst doch wohl nicht bloß wegen deines Grams ihre Leben zerstören, oder? Ach, das waren doch bloß leere Drohungen.
Wenn Sie sich bei mir entschuldigen, ist die Sache schnell vergessen. Entschuldigen? Da sind die beiden ja wirklich bekannt. Ja. Gut, das wird mir zwar nicht angezeigt, aber er soll ja hinten beim Herrn Berg schlafen. Beziehungsweise sich befinden. Gut. Laufen wir einfach mal so hier durch. Brauchen jetzt kein Pferd dazu. Unserer wundervollen neuen Frisur, unserem Look und unserer strahlenden Rüstung geben wir uns dann mal in Richtung Berg. So, komm. Wir kennen uns ja. Grüß Gott! Wohnmeister, wer auch Find immer ich hier. Hier Konrad Kieser? Jawohl, den weltberühmten Konrad Kieser. Weltberühmt. Weltberühmt? Wenn nicht, dann bald. Unser Meister Kieser ist ein Vordenker. Du würdest nicht glauben, was er alles erfindet. Von ihm wird die Welt noch hören. Merk dir meine Worte. Kennt ihn jemand? Ich muss mit ihm sprechen. Ich muss mit ihm sprechen. Ach ja? Weswegen denn? Ich bin ein Bruder im Geiste und möchte meine Hypothesen mit Meister Kieser besprechen. Aha. Und welche Hypothesen wären das genau? Es geht um den Festungsbau. Ich habe da diese neue Idee und eine Unterhaltung mit dem Meister wäre äußerst hilfreich. Hm, das klingt wichtig. Komm rein, der Meister ist drinnen. Da ist der Schlüssel. Wir sehen aber echt gut aus, muss man sagen. So, einmal bitte öffnen. Schreiber des Kustos ist falsch, also hier wird er drin sein. Ja, gefunden. Tritt ein. Joshuas Posaunen, hast du mich erschreckt? Ich dachte erst, du wärst Urban. Was kann ich für dich tun? Vier. Tobias Pfeiffer, der Bergbaukonstrukteur aus Galitz, richtet seine Grüße aus, Herr. Pfeiffer? Tobias Pfeiffer? Ich habe von ihm gehört. Er erfand eine interessante Bergbauvorrichtung. Was benötigt er? Herr, ist dir zu Ohren gekommen, was sich in Thalmberg abspielt? Ich habe ein, zwei Dinge gehört. Wurde die Burg wirklich eingenommen? Ja. Ja, und wir wollen sie zurückerobern. Meister Pfeiffer wurde mit dem Bau eines Triborgs betraut. Aber er ist sich nicht sicher, ob es ihm gelingt. Das bezweifle ich auch. Belagerungswaffen sind ein völlig anderes Paar Schuhe als der Bergbau. Verflixt. Zu gerne würde ich ein paar Felsen auf Sigismunds Heiden herabregnen lassen. Doch mit Feder und Tinte wird das nichts. Und zurzeit kann ich hier nicht weg. Warum? Warum kannst du nicht weg? Das ist eine lange Geschichte. Ich äußerte mich ein wenig sehr kritisch über Sigismunds Bemühungen in Nikopolis. Nicht sonderlich überraschend, dass er nach unserer Niederlage meine Kritik nicht sonderlich schätzte. Und als er den König entführte, fühlte ich mich in Prag nicht mehr sicher. Also verließ ich die Stadt. Vielleicht ist verließ das falsche Wort. Manche würden sagen, ich wurde verbannt. Jedenfalls begab ich mich zur Burg Bettlern. Wurdest du in Bettlern festgehalten? Wurdest du dort eingesperrt? Nicht ganz. Es ist eine königliche Burg. Ich wurde mir selbst überlassen. Offen gestanden ist diese sogenannte Verbannung ein Segen. Ich kann mich in aller Ruhe meinem Werk widmen und habe ein paar fähige Assistenten. Wenngleich ich aufgrund all der Unruhen ein paar meiner Gönner verloren habe. Was machst du in und Sasau? Weshalb bist du hier in Sasau? Ehrlich gesagt, brauche ich Geld. Geld, Herr? Du siehst nicht, wie jemand aus der Not leidet. Gott bewahre, nein. Ich muss mich nicht selbst erhalten. Ich will damit mein Werk finanzieren. Deshalb willigte ich ein, beim Bau des Klosters zu helfen. Ich kann, wie du siehst, nicht einfach gehen. Okay, woran arbeitest du gerade? Woran arbeitest du gerade, Herr? An Belli Fortis, einem großen Buch über Kriegsgerät und Waffen. Es ist mein Opus Magnum, mein Vermächtnis. Was du hier siehst, sind bloß Auszüge meines Gesamtwerks.
Denk an meine Worte. Eines Tages wird die Welt von Maschinen regiert, von denen wir nicht einmal zu träumen wagen. Klar. Bald werden sie unsere Felder bestellen und unsere Kühe melken. Was hast du gesagt? Wow. Ach, nichts. Ich dachte nur über Kriege nach. Und wenn ich dir helfe, wegzukommen? Wer sagt, dass ich das möchte? Aber du sagtest, du könntest nicht weg, Herr. Junger Mann, ich kann nicht weg, weil ich mein Wort gab, beim Bau dieses Klosters zu helfen. Und mein Wort gilt. Ich habe nicht die Absicht, mich wie ein Verbrecher davonzustehlen. Wem bist du hier unterstellt? Ich habe mit dem Abt persönlich einen Vertrag. Doch meine Arbeit bespreche ich mit Karel, dem Baumeister des Klosters. Könnte ich dem Baumeister keine Abfindung für dich zahlen? Das bezweifle ich. Ihn interessiert nur der Bau. Solange er genügend Geld hat, um die Handwerker zu bezahlen, hat er alles, was er braucht. Solange er genug hat, sie zu bezahlen, sagst du? Ja, worauf willst du hinaus? So, ein was haben wir noch. Könnte man Karel nicht irgendwie überreden? Immerhin steht die Verteidigung der Provinz auf dem Spiel. Dessen bin ich mir gewahr. Doch das Sasauer Kloster war stets neutral. Außerdem ist der Abt zurzeit nicht hier. Und ohne sein Einverständnis wird Karel nicht mit sich reden lassen. Aber ich hätte da eine andere Idee. Was schlägst du vor? Oh oh. Karel erhielt seinen Auftrag schriftlich. Wenn du ihn findest, könnten wir... Nun, wir könnten das Siegel und die Unterschrift des Abtes für unser Dokument kopieren. Eine ziemlich außergewöhnliche Idee. Mein Erfindergeist hat viele Facetten. Ich könnte noch vor dem Abt zurück sein. Er würde also nicht einmal bemerken, dass ich fort war. Meister Karel Werwitz. Wie bekomme ich den Auftrag in die Finger? Er müsste in seiner Kammer sein. Du musst ihn schnell holen und zurücklegen, bevor er es bemerkt. Ich empfehle dir, bis zum Abend zu warten. Gewöhnlich geht Karel dann in die Schenke, um zu würfeln. Er schätzt seine Würfel sehr. Vielleicht könntest du das zu deinem Vorteil nutzen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Sorge dafür, dass Konrad den Bauplatz verlässt und sich nach Thalmberg begibt. Besteht den Auftrag schreiben des Abtes und Baumeister, wie auch immer, okay. Ja, meine Aufgabe. Diese Aufgabe wird kompliziert. Ich möchte jetzt ungern bis zum Abend warten, wir gehen einfach da rein und machen das. Tür zu. Huch. Jetzt gehen wir da schnell hoch. Das heißt die falsche Taste. So, was muss ich hier machen? Das. Fertig. Das ging schnell. Warte mal, was mir auch einfällt. Wir haben ja noch einen Haufen Fähigkeiten, die wir eigentlich einsetzen können, oder? Nee. Ist ja die ganze Zeit... Hier können wir es dazu machen. Vitalität. Bitte die Info. Okay, schnell. Gesunde Ernährung. Erstmal das hier, das finde ich interessant. Und dann mit letzter Kraft. Kampf, wir haben was im Schwertkampf dazu gelernt. Wir haben leider ein langes Schwert, also bringt das eigentlich alles nichts, als einfach, ja, lernen. So, hier unten ist nichts mehr geheim. Und einmal schnell wieder zurück. Bis zum Abend warten. Ich habe das auch schneller geschafft. Ich finde irgendwie dieser schwarze Umhang, den wir da um den Hals haben, finde ich nicht so cool. Genauso wie diese kackgelb-braune Mütze. Die nervt mich ein bisschen. Ach, Sebastian vom Berg. So, wo bist denn du? Ach, hier. Konrad, wie Sei auch gegrüßt. Immer. Sei gegrüßt. Was brauchst du?
Ich habe das Auftragsschreiben. Nicht so laut, um Himmels Willen. Zeig her. In all seiner Pracht. Suche den Schreiber in Sasso auf und sage ihm, der Fuchs ist nicht halb so schlau, wie er denkt. Dann tut er, wie ihm geheißen. Ist das eine Losung? Nee. Gewiss. Er besteht darauf. Vergiss nicht, es laut und deutlich zu wiederholen. Dann musst du das neue Schriftstück nur Karel bringen und sagen, ein Bote hätte es gebracht. Na gut. Und das alte? Aber am wichtigsten, spute dich und bring das Original unverzögert. Karel ist kein Narr. Wenn er es nicht findet, wird er eins und eins zusammenzählen, wenn du ihm das neue Dokument bringst. Ich brauche ein Pferd. Pferd. Ja. Das ist jetzt schlecht. Das heißt, wir müssen Gummi geben. Weil viel Zeit haben wir dann nicht, weil wir es nämlich am Abend gemacht haben. Wollte schon sagen, warum soll ich das am Abend machen? Irgendwas mit Fuchs und ist nicht so schlau, wie er denkt. Ich glaube, das war ja die Losung. Ah. Wir sind richtig kacke geritten. Spring. Spring. Hier drüber reiten. Ach, danke. Ja. Und wieder Gas. Hier rechts. Links. So. Und hier müsste es bald der Schreiber kommen. Das ist er nicht. Oder war er das? Ich glaube, das war er, oder? Nein, eins weiter. Schreiber. Gott segne dich. Was kann ich für dich tun? Muss uns beeilen. Wegen dem Schriftstück. Ich soll dir etwas sagen. Hm? Der Fuchs ist nicht halb so schlau, wie er denkt. Was? Nicht was. Der Fuchs. Dummkopf. Was in Herrgotts Namen faselst du? Konrad Kieser schickt mich. Warum sagst du das nicht gleich? Dieser Scheißkerl. Er wollte einen Narren aus mir machen. Nun, wie dem auch sei. Was willst du? Willkommen. Ich habe hier ein Schreiben und du müsstest ein neues aufsetzen mit der gleichen Unterschrift und dem gleichen Siegel. Konrad sitzt also immer noch der Schalk im Nacken. Grüße ihn von mir. Dann lass mal sehen. Na gut, gib mir eine Stunde. Ich hoffe, ich bekomme deinetwegen keinen Ärger. Alles Gute. Eine Stunde. Der Typ. Okay, wir brauchen eine Stunde. Eine ganze fucking Stunde. Wir hoffen, dass er das nicht merkt. Dass das Original fehlt. Aber Hauptsache, er lässt mich da irgendwelche Losungen vorplappern. Da ist Schreiber. Setz dich hin. Ich brauch das Zeug. Jetzt. Ist es fertig? Ja. Und richte dem alten Tu nicht gut. Alles Gute. Gut. Es ist fertig und Grüße ausrichten. Pferd. Pferd. Das Originalstück zurücklegen, das wäre vielleicht logisch. So, wieder beeilen. Denn leider Gottes haben wir das mitten am Tag gemacht. Und da ist vielleicht mal wahrscheinlicher, dass er nochmal zurückgeht in sein Kakao ist. Vor allem in einer Stunde. Eine doofe Stunde hat er gebraucht. Ich habe mir schon überlegt, ob ich ihn einfach bewusstlos schlage bzw. betäube. Und in der Zeit das mache, aber ich glaube, das wäre aufgefallen und so. So.
schnell wieder da rein. Warum kann ich dich zurücklegen? Ach, Inventar. Gefälscht. Und was ist das echte? Karlsvertrag, so. Dann haben wir das wieder los. Und jetzt reden wir mit dem Baumeister. Huch. Es ist nicht ESSX. War schon überzeugt, dass ich das Skelett drauf sitze. Deswegen habe ich mich schon umgedreht. So. Wo ist denn der Typ? Das ist der hier drin, oder? Soweit ich weiß. Ah ne, das ist ja gar nicht. Wo ist denn der? Ist der angezeigt oder ist das wieder das andere? Nee, es ist wieder das andere. Ah ne. Das ist Sorge dafür, dass ihm die Löhne ausgehen. Ist ja auch nicht, dass er es machen wollte. Ich wollte es mit ihm reden. Wo ist der denn? Kann er mal fragen. Ah ne, ich kann nicht mit ihm reden. Ist das Karl, der gerade langläuft? Gott schütze dich, Heinrich. Bist du Karel? Nee. Ja. Mal vorne gucken, was die andere Aufgabe wäre. Und warum steht jetzt eigentlich da? Okay, die Löhne ausgeht. Will ich eigentlich nicht machen. Das heißt, ich muss da diesen Konrad erstmal finden. Hieß er Konrad? Nee, Konrad war der andere. Oder? Kann man eine Aufgabe zwei Leute mit K machen? Auf jeden Fall den Baumeister. Was hat denn? Ist er das? Steinmetz. Okay. Steinmetz. Wo zum Teufel ist der denn? Ist der jetzt da, wo es gesagt wurde? Ja! Also da, wo jetzt A steht? Mal gucken. Wo ist so ein B da? Ja! War ich gerade ein B? Egal, wir reiten jetzt mal zu dem A und mal gucken, ob das dieser Konrad ist. Ist das Konrad? Das könnte Konrad sein. Abspringen. Quatschen. Bist du Konrad? Baumeister. Ach nee, Karel. Glück und Gesundheit. Mein Gott, ey. Da. Ein Bote gab ein Schreiben für dich ab. An die Hand des Bestatten. Erlaubnis, Sasau zu verlassen. Überaus praktisch für dich. Göttliche Fügung. Das werden wir sehen. Ich habe selbst ein Auftragsschreiben des Abtes. Und wenn deines gefälscht ist, steckst du in der Scheiße. Komm mit. Klar. Möge Gott über dich wachen. Ich soll da mitkommen. Nicht rennen. Nimm ein Pferd. Ja. Ich bin schneller. Und das ist nicht gefälscht. Aus der Schreiber hat Mist gebaut. Das wäre fies von den Entwicklern. Und leider muss man halt jetzt wirklich den ganzen Weg zurücklaufen. Einer komischen roten Hose. Hi. Ich strabe ganz gemütlich hinterher. Und danach könnte man gleich sagen, dass das so alles funktioniert hat. Und dann können wir mit Fritz und Matthäus reden, dass wir das klären. Dann ist alles toll und gut. So, dann können wir uns ja hier vom Pferd begeben.
So, mein Freund, Baumeister Karel. Je nachdem, was du jetzt tust, sind wir noch Freunde. Komm mal bitte nach oben. Wie er sagte, ich darf nicht mitkommen, das wäre jetzt echt doof. Okay. Wollte schon sagen. Na, dann mach deine Truhe auf. Und? Es geht mir gegen den Strich. Aber das Siegel und die Unterschrift sind echt. Konrad kann also gehen? Kann er. Das Dokument ist echt. Und wenn der Abt es befiehlt... Wunderbar. Ich sage es ihm. Lebewohl. Ich bin schon wieder ganz dreckig. Ist doch nicht normal. Hey, bisher bin ich schon noch geritten. Okay. Sagen wir es Konrad Bescheid. Und dann haben wir schon mal die Triebock-Aufgabe gelöst. Fehlen nur noch Jagdaufgaben und was auch noch. Ein Mönch braucht... Ach nein, kein Mönch, ein Pfarrer. Jemand möchte beichten. Heinrich, schön, dass du da bist. Hi. So, mein Freund Konrad. Was soll ich tun? Was zum Teufel soll ich bloß tun? Was denn jetzt? Sie sind hinter mir her! Heilige Maria! Ich wusste, es würde so kommen! Was? Wer? Karel sagte, du könntest gehen und... Gehen? Ich kann nicht mal einen Fuß vor die Tür setzen! Nicht jetzt! Bitte beruhige dich und sag mir, was hier vor sich geht. Sie sind hinter mir her! Wer? Wer ist hinter dir her? Sigismunds Leute natürlich! Aus welchem Grund denn? Weil er mir meine Kritik wegen Nikopolis nie verziehen hat. Und jetzt will er es mir heimzahlen. Was soll ich nur tun? Warum glaubst du, jemand wäre hinter dir her? Als ich unterwegs nach Sasau war, sah ich Baron Peka in Kostelitz. Er war bei Sigismunds Kreuzzug dabei, ebenso wie ich. Danach wurde er wohl hier in der Schenke gesehen. Und ein Fremder kroch des Nachts in den Garten umher. Mein Gott, es gibt Anzeichen, dass jemand die Tür aufbrechen wollte. Sie sind hinter mir her, Heinrich. Möge Gott mich schützen. Sie wollen mich töten. Ich komme nicht drum. Immer mit der Ruhe. Wenn jemand hinter dir her ist, höre ich mich in der Stadt um oder lauere ihm auf. Aber was, wenn er sich an dir vorbeischleicht? Wird er nicht. Ich verstecke mich in den Gärten. Und wenn jemand in der Nacht umherschleicht, erwische ich ihn. Das wirst du, nicht wahr? Gut, gut. Aber verstecke dich gut. Wenn er dich sieht, wird er nicht kommen. Okay. Das ist akzeptabel. Wir haben Wächter, wir haben alles. Selbst wenn, es wird nichts passieren. So, während wir darauf achten sollen. Was haben wir jetzt alles? Bringen wir über ihn in Erfahrung und dann kann ich jetzt, während wir in die Stadt reiten, quasi dafür sorgen, dass ich gleichzeitig noch mit Matthäus und Fritz rede. Wie geht's dir, Heinrich? Wegen den Schulden. Ja. Und dann mal gucken. Wir haben ja unsere Nachtrüstung hier am Pferd, also in dem Sattel. In den Satteltaschen, um genau zu sein. Dann ziehen wir die einfach an und dann warten wir. Davor tun wir jetzt aber erstmal mit Fritz und Matthäus hier reden. So, ich hoffe, ich habe ganz das Richtige gesagt. Und ich einfach nicht falsch genannt. Ja, Matthäus und Fritz, perfekt. Ich soll mit Fritz reden. Glück und Gesundheit. So, wegen eurer Schulden. Was die Prügelei mit Elias angeht. Euer bester Freund hat die Sache geregelt. Im Ernst? Sicher. Ihr müsst bloß zu Elias gehen und ihm versichern, dass ihr die Schulden begleicht. Das vergessen wir dir nie. Ehrenwort. Danke. Okay. Gott sei mit dir. Damit haben wir ihnen auch geholfen und die Aufgabe erledigt. Und jetzt... Warte mal. Wir haben ja schon das erste Wirtshaus. Es hieß, er sei am Wirtshaus angekommen. Bedeutet, dass wahrscheinlich ein Wirt das meiste drüber wissen müsste. So. Willkommen, Heinrich. Wir fragen einfach mal den Wirt. Gott segnet. Peka. Gastiert hier zufällig ein gewisser Meister Peka? Sicher doch. Was hast du mit dem zu schaffen? Da ist er.
Hast du schon? Wie sieht der aus? Wie sieht er denn aus? Bring mir bitte was zu essen. Ah, der ist nicht zu übersehen. Wenn ich seine Kleider verkaufen würde, könnte ich ein halbes Jahr davon leben. Was ist er für einer? Was ist er für einer? Den Leuten ist er gediegen genug. Und mir? Hab ihn meinen halben Gewinn zu verdanken. Weshalb ist er hier? Weshalb ist er hier? Warum so neugierig? Mein Meister gedenkt, Handel mit ihm zu treiben. Deshalb möchte ich herausfinden, ob er vertrauenswürdig ist. Er ist ein anständiger Kerl. Er zahlt und ist sicher kein Geizhals. Das heißt, er handle mit Stoffen. Okay. Hab Dank. Gut, mehr kann ich eigentlich nicht rausfinden. Bier, wie üblich. Zu deinem Dienst. Ich gern Bier. Kannst du mir etwas über einen Meister Paker sagen? Der Adelige, der kürzlich hier auftauchte? Er soll sich im Gasthaus einquartiert haben. So, reicht das jetzt? Kann hier sein, Heinrich. Ich hoffe, ich kann... Kannst du mir etwas über einen Meister Paker sagen? Das sagt mir was. Ist er ein Händler oder sowas? Nein, nein. Das war einer, der so ähnlich hieß. Okay. Ich nehme Bier. Vielleicht kann ich mit ihm drüber reden. Kannst du mir etwas über... Das sagt mir was. Nein, nein. Möge Gott... Er müsste also hier im Quartier oder irgendwo hier drin leben. Ja, noch diese Schankmaid. Ah, da ist er doch. Himmel, was willst du jetzt wieder von mir? Möge Gott dich behüten, Heinrich. Bist du Meister Paker? Der bin ich. Natürlich. Mit wem habe ich das Vergnügen? Heinrich von Skalitz. Und was begehrst du von mir, Heinrich von Skalitz? Das. Was führt dich nach Sasau? Ein Verhör also, verstehe. Ich bin geschäftlich hier. Und mit wem machst du Geschäfte? Warum fragst du nicht lieber nach meinen Dirnen? Mit wem ich Handel treibe, ist meine Sache. Na gut, das wäre dann alles. Wie der Meister be... Tschüss. Wow, das ist ja ganz böse zu uns, oder? Schön, dich zu... Fahren wir hier nochmal? Kannst du mir... Natürlich. Es heißt, er kam zum Handeln her. Zumindest behauptete Peter das. Meinte, er hätte mit ihm im Gasthaus gewürfelt. Peter. Wir können auch mit der Schenkmaid reden. Kannst du mir etwas über einen Meister... Sicher. Hab mit ihm ein paar Mal in der Schenk... Dann viel Glück. Okay, so. Mehr will ich nicht rausfinden, wenn ich ehrlich bin. Brennnessel. Wir kleiden uns um. Reißen ins Pferd. Holen alles raus, was drin ist. Aus dem Inventar tun wir alles ins Pferd, was wir gerade tragen. So. Wieso macht das eigentlich einen Unterschied? Ja, eigentlich nicht. Also können wir eigentlich die weg oder weglegen. Und die eigentlich auch. So. Habe ich ausgerechnet das weggelegt, was ich eigentlich walten wollte. Warte mal, aus dem Pferd holen wir jetzt mal die andere hässliche Hose wieder. Dass wir doch so ein bisschen Unterschied haben. So. Jetzt sind wir unsichtbar. Das haben wir jetzt für Aufgaben. Einmal bis Mitternacht zu warten und hier im Garten zu hocken. Was? Mitternacht? Was wirklich genau Mitternacht? Ja, halt um Mitternacht. Würde ich das sagen, bevor wir das machen, endet hier erstmal die Folge zu Kingdom Come Deliverance. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal und tschüss.